ich nicht viel Zeit habe und jetzt gleich los muss, dachte ich mir, weil ich in den Spiegel geschaut habe und mir dachte, meine Haare haben heute wirklich nicht unbedingt ihren besten Tag, mache ich euch ein schnelles Haartutorial, was ich mit meinen Haaren mache, wenn ich morgens so aussehe, aus dem Haus muss, nicht viel Zeit habe und einfach was getan werden muss, aber ich die Haare trotzdem gerne offen tragen möchte. Und so habe ich da einen ganz, ganz einfachen Trick. Ihr braucht nur ein Handtuch. Und, jetzt habe ich es vergessen. Eine leere Sprühflasche. Also ich habe jetzt einfach hier die Sprühflasche von dieser Wunderkur von John Frieda. Und da macht ihr ein bisschen Wasser rein. Und dann sprüht ihr euch die Haare einfach nur ein. So, dass sie ein bisschen feucht sind. Und der Trick funktioniert übrigens mit jeder Haarlänge, Haarstruktur, total egal. Dann verteilt ihr das ein bisschen in den Haaren, knetet das ein. So, also wirklich schon, dass die ganz, ganz, ganz leicht angefeuchtet sind. So, und jetzt kommt nämlich der Trick zum Tragen. Jetzt braucht ihr das Handtuch und das müsst ihr jetzt genau gucken, wie ich das mache. Das müssen wir uns nämlich jetzt um den Kopf machen. Und zwar, ich hoffe, ihr seht was. Machen wir jetzt die Haare nach vorne, nehmen das Handtuch und wickeln das jetzt so turbanmäßig um den Kopf. Müsst alle Haare drinnen verstecken und dann dreht ihr das so ein und schlagt es nach hinten und steckt es fest. So, dann müsst ihr 10 Minuten warten. So sieht das dann aus, wenn ihr es richtig drauf gemacht habt. Und dann müsst ihr einfach 10 Minuten warten. Am besten knetet ihr immer mal wieder so das Handtuch und dann warten wir einfach mal 10 Minuten. So, die 10 Minuten sind jetzt um. Mir ist in der Zwischenzeit das Handtuch beinahe ein paar Mal abgefallen. Ich habe ein bisschen rumgewurschtelt, weil ich nämlich immer nicht so ruhig sitzen kann. Auf jeden Fall die 10 Minuten jetzt um. Immer mal zwischendurch ein bisschen so rumkneten und jetzt zeige ich euch, was das Ergebnis dabei ist. Moment. Ihr beugt euch jetzt Kopf über, dass der Kopf nach unten ist und dann macht ihr das Handtuch ab und schüttelt euren Kopf so dabei, dass die Haare ganz locker werden und werft sie dann mit viel Schwung nach hinten. Dadurch gibt es viel Volumen und dann haben wir genau das erreicht, was wir damit erreichen wollen. Und das Ergebnis ist dann folgendes. So. Et voilà. So sieht das Ganze dann aus, wenn wir fertig sind. Und ja, Quick-Tipp, funktioniert sehr gut.